Für günstige FIFA Points und PSN-Karten checkt gerne meinen Sponsor IGPOL aus. Der Link ist natürlich unten in der Videobeschreibung verlinkt. Außerdem könnt ihr noch mit dem Rabattcode FIFA Gaming 6% sparen. Checkt gerne meinen Shop aus für die neuen Nice-Sachen und die Camouflage-Sachen. Link ist natürlich unten in der Videobeschreibung. Gratis Autogrammkarte gibt es ab sofort zu jeder Bestellung dazu. Also gerne abchecken. Was geht, Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Footdraft-Video auf meinem Kanal. Heute gibt es das nächste Footdraft und zwar mit einer Icon bei ihrem alten Verein. Heute haben wir Bobby Moore und zwar bei West Ham. Ja, war mal bei West Ham. Ich dachte, der wäre auch irgendwie bei Manu gewesen, aber der war sein ganzes Leben sozusagen nur bei West Ham. Das heißt, wir versuchen, alle West Ham-Spieler mitzunehmen und schauen mal, was wir dann für ein Team zustande kriegen. Und gucken mal, wie das heutige Team von West Ham aussehen würde, wenn Bobby Moore noch da spielen würde. Naja, wir werden es sehen, Leute, ja. Lasst gerne Like, lasst gerne Abo da, falls ihr noch nicht abonniert habt. Gerne kostenlos abonnieren, Glocke wie wir jetzt verpassen. Schreibt gerne in die Kommentare, mit welcher Icon wollt ihr das Ganze noch sehen beim nächsten Mal. Ich bin gespannt, schreibt es mal rein. Und dann würde ich sagen, starten wir ins Video, bleibt bis zum Schluss dann. Let's go. So, 3-4-3. Perfekte Formation, perfekter Captain. Oh, ja, Bobby Moore ist am Start. Sehr, sehr nice, Mann. Bobby Moore ist fresh. Wir haben mich jetzt auf Fabregas. Fabregas, Alter. Lacazette war das. Digga, ganz, ganz komisch. Digga, der war bei West Ham. 640 Spieler hat der für West Ham gemacht. Digga, der war eigentlich bei gar keinem guten Verein, wenn man ehrlich ist, in England, ne? Digga, der war 3 Jahre bei Fulham. Und dann 16 Jahre bei West Ham. Ich dachte, er wäre bei Manu gewesen, Alter. Krass. Heftig, Mann. 46 Spiele für West Ham gemacht. Okay, nehmen wir natürlich mit den guten Bobby Moore. Guter Captain. Was heißt guter Captain? Sehr guter Captain. Wenn der rechte Mittelfeldspieler könnte teilweise ein richtig guter Tots werden vom Rating her. Das sieht aber nicht danach aus. Oh mein Gott. Ach komm, ey. Hey, West Ham. Jamolenko. Da ist er direkt. Jawohl, da ist er. Hunter sieht schon aggressiv aus, ne? Das Hunter-Symbol, sieht richtig aggressiv aus hier, die Schlange da. Ey, geil, Alter, da haben wir direkt den Jamo. Da haben wir ihn direkt, Alter. Sehr, sehr geil, Mann. Jamolenko ist da. Okay, nehmen wir mit, Jamolenko. Links Mittelfeld. Komm, das wird wieder gar nichts. Das wird wieder absolut gar nichts, Alter. Scheiße, die waren einmal in Korea. Oh, nehmen wir Korea mit, obwohl der hat einen Totzen, jetzt hab ich ihn schon zu spät. Checkt mal wie immer meinen Shop aus, ne? Nice Designs in schwarz und weiß, als T-Shirt, als Pullover erhältlich, Leute. Checkt's nur aus, ne? Das hier auch als T-Shirt, als Pullover in schwarz und weiß. In den 4 Camouflagefarben. Orange, blau, rot und grün. Also wer Bock hat, ihn gerne abchecken. Ich danke euch. Unterstützt ihr mich mit. Und ja, ich danke euch. Ne? Nice LED-Lampe gibt es noch. Kissen, Tassen, Turmbeutel sind auch am Start. Handyhüllen in 4 Farben, ja. Orange, blau, rot und grün. Und ja, gratis Autogrammkarte gibt es wie immer auch dazu. Also wer Bock hat, ja, könnt ihr gerne abchecken, ne? Ich danke euch, Mann. Weiter geht's ihm im Mittelfeld. Blau ist immer so eine Sache, kann gut oder absolut schlecht sein. Ah, mein Eriksen gibt es auch, 96er. Alles okay, Mann, ich will mich jetzt nicht beschweren. Schwein hier haben wir noch, Legende. Ja, nehmen wir mal Eriksen mit, ne? Bringt uns ja nichts. 96er wäre zwar schmackhafter gewesen, aber naja, kannst du nichts machen. Verteidiger neben Bobby Moore, der wird gut. Das sieht mal nach einer guten Animation aus. Das ist eigentlich auch nicht gut, ey. Oh, Van Dijk mal als 89er. Können wir schon fast alter walten, wenn ich ehrlich bin. Weil Van Dijk können wir noch als higher rated bekommen. Alter, 80 Tempo, der Sigali hier. Ja, nicht schlecht, Alter. Kann man machen. Kann man machen. Ich glaube, wir nehmen alter walten mit. Der linkt sogar Eriksen grün über Tottenham. Und Van Dijk können wir halt noch als bessere Version bekommen. Der hat so viele bessere Versionen. Ist, glaube ich, die 89er Version ist die schlechteste Inform-Version, ne? Ja, Mann, ich glaube schon. Der hat ein Update auf 88 bekommen. Also ich glaube, oder? Ich weiß nicht. Ich glaube, die schlechteste 89er ist die schlechteste Inform-Karte. Deswegen nehmen wir erstmal Alderweil mit. Okay. Na, kommt ZM. Der muss auch wieder gut werden. Das sieht auch gut aus. Verratti, Rodri, Alan, Aua. Ach, ist auch alles wieder. Das passt doch wieder alles gar nicht zusammen. Außer Alan, Link, immerhin. Korea mal orange. Über Serie A. Ah, das war's auch. Na gut, ich hätte aber Alan so oder so mitgenommen. Oder Aua halt wegen Highest Rated. Aber Aua bringt uns hier gar nichts. Und dann nehmen wir den guten Alan mit. Okay, Innenverteidiger, Torhüter. Dann geht's auf die Stürmerposition. Was ist der für eine gechillte Versuch? Was ist der denn für eine Liga? Norwegen, Alter. What the fuck? Der sieht irgendwie ein bisschen aggressiver aus, Alter. Und dann noch mit seiner Frisur 50 Tempo. Schmeckt natürlich auch richtig. 47 Antritt. 98 Stärke, er läuft bei ihm. Wie groß ist der? 1,88. Ja, gut. Josse Font haben wir noch. Da müssen wir mitnehmen. Ist der Beste.
Ja, wir nehmen José Fonte mit. Okay, Torwart. Und dann geht's oben auf die offensiven Positionen. Testing. Ja, Loris haben wir noch. Ja, Loris linkt natürlich Alderweireld. Grün sogar. Testing. Linkt nur Bobby Moore. So, 62 mit Loris auf 68. Wir nehmen trotzdem Testing mit. Ich weiß nicht, wir nehmen trotzdem Testing mit. Komm, wir brauchen mal ein paar High-Rated-Spieler, Mann. Obwohl, eigentlich war dumm, Loris. Wir können Testing gleich nochmal. Eigentlich dumm, ey. Vor allem Chemie auch schlechter. Also eigentlich war es dumm gerade, ohne Scheiß. Naja, egal, kann man jetzt nichts mehr daran ändern. Luis Figo haben wir am Start. Messi ist auch noch da. Zweiter Icon ist am Start. Figo sehr nice. Leider kein Best mit 94, aber Figo ist auch saftig. Figo geht auch klar. Okay, einen West Ham-Spieler haben wir bislang, ne? Jamolenko. Der hat doch mal 5-Sterne-Skills, ne, meine ich. Ich bin mir eigentlich relativ sicher, dass der mal 5-Sterne hat. Da war mal bei Dortmund, ey. Könnt ihr euch noch erinnern? Der war auf jeden Fall mal bei Dortmund. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere noch. Der ein oder andere Dortmund-Film wird zum Wissen, aber ich glaube, der war nur ein Jahr da. Das war eine ganz. Wo kam denn vorher, ey? Ich glaube, irgendwo aus Russland haben die den geholt. Obwohl ich ihn gar nicht so schlecht fand bei Dortmund, muss ich sagen. Der war eigentlich gar nicht so kacke. Aber ja, okay. Ich denke mal, Dortmund wird sich schon was dabei gedacht haben, den zu verkaufen. Oh, Immobile würde linken. Aber wir nehmen, glaube ich, Van Persie mit. Und Van Persie, Digga, das ist so eine kranke Totzkarte. Ne? Ich weiß nicht, wie der die rausgeholt hat, Alter, in seinem Alter. Zu krass, diese Karte von Van Persie. Ohne Scheiß. Immobile wäre besser für Chemie, aber... Ja, 3 Chemiepunkte. Lohnt auch nicht so wirklich. Okay, let's go. Linker Flügel, das wird wieder nichts. Scheiße, Mann. Das wird wieder gar nichts. Xavi... Bolassi, Diego Jota, Giaccherini, das ist wieder gar nichts hier. Das ist wieder absolut gar nichts. Aber absolut gar nichts. Man nehmen wir Xavi mit. Okay, 77er Chemie, 90er Bewertung. Ja. Geht klar, Leute. Geht einigermaßen klar. Kanté, David Silva, Griezmann. Ich weiß sogar nicht, auf was wir für eine Liga gehen sollen. Alter, das passt vorne und hinten alles nicht, ey. Das passt vorne und hinten nicht, ne? Am besten wäre, glaube ich, David Silva mitzunehmen. Obwohl, der hat noch... David Silva hat viele Informs. Kanté hat eigentlich nur ein Team of the Year. Deswegen wäre Kanté, glaube ich, besser. David Silva, Spanier, linkt gerade auch nichts. Ah, komm, David Silva können wir noch als besseren Inform bekommen. Und Kanté, wie gesagt, der hat nur ein Team of the Year, glaube ich. Eine Informkarte hat er nicht. Von daher wird es schwer, den Team of the Year natürlich dann zu bekommen. Wird sehr, sehr schwer werden, von daher... Ist erstmal so, aber es hat keinen einzigen Chemiepunkt gerade gebracht. WTF, ich dachte gerade, geil, das bringt nochmal 2-3 Chemiepunkte. Eiskalt nichts. Juckt die nicht. Eiskalt gar nichts. Oh, Lehmann. Oh, El Charabi auch noch, ey. Ja gut, wir müssen jetzt Lehmann mitnehmen. Es war so dumm, Alter, ohne Scheiß. Es war so dumm, Loris nicht mitzunehmen, ne? Weil, okay, jetzt hätten wir El Charabi mitnehmen können dafür, wenn wir jetzt Loris gehabt hätten, aber der hat uns auch nicht mehr gebracht. Deswegen, scheiß drauf, nehmen wir Lehmann mit. Zack, Testing kommt raus. Sind wir auf 6 Chemie mehr. Ja, 88er Chemie geht klar. Okay, 3 Spieler noch. Come on. Gönn mal was. Gomez. Boah, der hat auch krasse Werte, Alter. Der hat auch richtig krasse Werte. Pepe haben wir auch noch. Gomez passt. Okay. Der würde Korea schon mal grün linken. Nehmen wir erstmal mit. Oh, der bringt sogar 3 Chemie mehr. What? Ja, stimmt, weil der Bobby Moy auch linkt. Jetzt bräuchten wir einen linken Flügel. Ey, das wäre so perfekt, wenn wir da nur Icon kriegen würden, ne? Icon auf dem linken Flügel und dann noch einen neuen Stürmer. Am besten aus der Premier League, irgendwie Harry Kane oder so. Das wäre schmackhaft. Dann könnte das Ding hier noch easy auf 100 kommen. Ja, Gommis kriegen wir, Alter. Danke. Danke an Gommis. Florenzi noch. Florenzi mal mit. Hat gar nichts gebracht. Wieder Außenverteidiger. Wir haben keine einzige Außenverteidigerposition. Och. Dein Ernst. Dein scheiß Ernst. Dann kommt wirklich der Silberspieler, ey. Mach, komm, ey. Banetta, Tranquillo Banetta, wer kennt den noch? War mal in der Bundesliga. Wo war der in der Bundesliga noch? Ich glaube bei Leverkusen, ne? Ich meine Leverkusen, war der vielleicht auch Frankfurt oder so? Irgendwie sowas noch danach. Der war bei, ich glaube, der war, aber so bei Leverkusen war er sicher. Ich weiß nicht, ob der noch woanders war. Nehmen wir mit. Legende, Alter. Tranquillo Banetta, ab. Wo spielt denn jetzt? St. Gallen, na gut. Okay, 91 Chemie, 91er Wertung. Da geht noch was. Wenn wir mal ein paar passende Spieler kriegen würden, würde hier auch noch was gehen, aber so... geht hier nichts. Wir haben einen West Ham-Spieler bislang hier. Kollegen von Bobby Moore und zwar Jamolenko. Das war's, ey. Aber West Ham-Spieler auch relativ selten. Muss man mal dazu sagen. Perisic. Ja, wir nehmen ihn mal mit auf Nummer sicher. Bringt uns zwar erstmal nicht viel, aber
Wir nehmen erstmal mit, Mann. Linker Flügel müssen wir schauen, Alter. Den müssen wir irgendwie austauschen. Am besten, wie gesagt, wäre eine Icon. Inzaghi-Icon ist natürlich jetzt auch saftig. Scheiße, linke Flügel-Icon wäre natürlich auch gut gewesen. Aber Inzaghi ist eigentlich auch erstmal perfekt, Digga. Das ist sogar noch besser. Boah, der müsste einiges an Chemie bringen. 9 und damit sind wir auf 100. Wo war der? AC Mailand, ne, glaube ich. Der, what the fuck, wie viel Verein hatte der denn, ey? Juve, AC Mailand war der am längsten. Der war bei Atalanta Bergamo auch. Wie? Der Kollege Gomez hier. Okay, 100 Chemie, aber aus dem Nichts, ne? Eiskalt aus dem Nichts, die 100 Chemie rausgeballert. Sehr, sehr geil. Schauen wir mal, zack, durchsortieren kommt vielleicht auf 191 hoch, sieht nicht dann aus. Kacke, Mann. Na gut, reicht leider nicht. Okay, 5 Spieler noch. Komm, man, gönn mal was, Bruder, bitte. Gehen wir bei. Fellaini. Jetzt gewechselt. Der spielt jetzt irgendwo in China oder Japan, der Fellaini. Ich weiß nicht genau, wo. Wir nehmen den dabei mit. Hat eigentlich eine gute Totzkarte. Wir kriegen ja die normale Karte. Ja, danke. Brandt, genauso Totzkarte. Reus, genauso Totzkarte. Natürlich kriegen wir wieder die normale bzw. Informkarte. Okay, Inform Reus geht klar. Der geht klar als 91er. Nehmen wir mit. Zack. Bringt gar nichts. Aber gut. Unser Team ist ja eh vollständig. Da können wir jetzt nochmal irgendwie hier so den ein oder anderen West Ham-Spieler kriegen. Wäre saftig, ey. Orban, Koulibaly, Schulz. Ja, wir nehmen erstmal Schulz mit. Koulibaly kriegen wir vielleicht noch als Tots. Eine Chance haben wir noch. Deswegen nehmen wir erstmal Schulz mit. Gönn Koulibaly. Gönn den Koulibaly. Come on. Ey, gönn nicht mal André Almeida als Tots. Ja, danke, ne? Nee, ich mal André Almeida als Tots gegönnt, ey. Vielen, vielen Dank, Mann. Bei hier haben wir noch. Boah, ey, der gönnt nicht mal den. Ach, komm, Alter, das ist doch scheiße, Mann. Hätte wenigstens den Tots gönnen können, jetzt mal ohne Scheiß. Nehmen wir André Almeida halt so mit. Mir egal, nimm trotzdem mit. Letzter Spieler des Teams. Komm, auch nochmal ein West Ham-Spieler. Oh, De Gea. Okay, 97er De Gea kann man nochmal machen zum Abschluss. Jan Sommer war noch am Start. Ich hoffe mal, ich habe keinen West Ham-Spieler übersehen. Wir können ihn sogar reinstellen. Sind trotzdem auf 100 Chemie, Alter. Läuft. Sehr geil, haben wir einen 97er drin. Anstatt 91er Lehmann. Natürlich auch nicht schlecht, aber machen wir das Ganze so. Warum nicht? Das war's dann, Leute. Vielleicht kommen. Ich glaube, wir könnten auf 192 hochkommen durchsortieren. Wir haben echt eine gute Bank. Ja, oder vielleicht auch nichts. Das reicht echt nicht, Mann. Schade. Das war's, Leute. Ja, lasst gerne Like, lasst gerne Abo da, falls ihr noch nicht abonniert habt. Gerne kostenlos abonnieren. Glocke aktivieren, um nichts dazu verpassen. Checkt auch gerne meinen Shop aus, wie immer. Wir machen kurz hier den Manager. Shop auschecken, ja, nice Designs. In schwarz und weiß als T-Shirts Pullover hier in diesem Design. Das hier gibt es auch noch als T-Shirts Pullover. In den 4 Farben, Camouflagefarben, Orange, Blau, Rot, Grün. Checkt es aus. Kissen, Tassen, Turmbeutel, nice LED-Lampe gibt es auch noch. Ja. Und hier. Gratis? Ne, nicht gratis. Hier, was wollte ich sagen? Handyhüllen, genau. Handyhüllen gibt es auch noch. Ja. In Orange, Blau, Rot, Grün, in den 4 Farben. Also checkt es gerne aus und nicht zu vergessen, gratis Autogrammkarte. Auch noch dazu. Also, checkt es mal gerne aus. Ich danke euch. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Bis morgen. Wann auch immer. Und ciao.